Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Ultimate Dragon Master Studio zum mit den lieben Silence und den lieben Herrn Malz, wo auch immer der gerade rumturnt. Ach da. Hallöchen. Wir haben letztes Mal diese hübsche Anlage hier mehr oder weniger fertig gemacht. Ich habe sie nochmal erweitert. Wie man sieht, ich glaube, zwei hatten wir nur. Ja. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ich habe da jetzt fünf draus gemacht und jetzt reicht es genau richtig. Also vier sind zu wenig, ein Müh zu wenig und fünf sind zu viel. Ja, dementsprechend läuft die Anlage jetzt hier vernünftig flüssig durch. Wir kriegen auch sehr viele schöne Elemente raus. Aber das mit dem Export hier, beziehungsweise mit dem Storage hier, hat nicht funktioniert. Weil, wenn wir einen Storage-Bus hier anschließen, erkennt er quasi, das ist zu 396.757.800 durch 64% voll ist. Also der denkt halt, die Black Hole Unit kann nur 64 Items nehmen und ja, kann dementsprechend da nichts reinpacken. Wir haben ein wenig rumprobiert mit verschiedenen Sachen und sind zum Entschluss gekommen, dass wir das ME-System direkt anschließen. Das heißt, Wir bauen einmal die hübschen Wireless-Teile. Sag mal bitte, wir haben Fluix. Wir haben ja viel da. Ja, also vor allem Fluix, Dust und Crystal haben wir sehr oft da. Das ist atemberaubend, wie oft wir diese Sachen liegen haben. Zwei brauche ich dann, oder? Und einmal den Stab. Ja. Quarzfiber 100 Stück. Gib ihn. Keine Lust selber zu machen. So. Hast du gerade den Stab gemacht? Nö, ich habe den nur, also ich habe nur reingelegt und du durftest den gerne rausholen. Ach so. Dann haben wir gerade. Ach, da ist der. Okay. Wurde er gemacht, ja, wa? Ja, könntest du bitte aufhören, das untere Terminal zu benutzen? Danke. Wir brauchen dann ja auch zwei von den Konnektoren. Warum haben wir keine Crystals mehr? Ich will nicht. Ach, gut. Start. Die Pure Flux Crystals brauchen wir. Ja, die brauche ich auch krass. Ja, ach, da sind die 64 fertig. Gut, die Wireless-Konnektoren habe ich jetzt. Das heißt, wir bauen einfach mit Smart Cable das kurz irgendwie temporär hin. Kennt man von uns ja nicht anders. Weil ich würde halt gerne 64 abgreifen. Machen wir es einfach mal hier hin. Ja. Nein, das machen wir nicht. Der verbindet sich. Kennst du das coole Tool schon? Was ist das? Network? Nimm's in die Hand. Ach du Scheiße. Ich zeig dir den Channel an. Ich muss sagen, es ist sehr nützlich. Ja, aber wenn man hier so guckt, kriegt man Augenkrebs. Ja. So. So sollte es jetzt ja eigentlich gehen. Wo wollen wir das denn aufbauen? Hier drüben irgendwo einfach? Oder... Sonst gehört ja eigentlich da hinten mit dazu. Dann ja, weil das Problem ist, ich will jetzt halt die Chests nicht wegmachen, weil wir sonst das Problem haben, dass unser ganzes System vollläuft. Ja. Das heißt, stimmt. Wenn wir mit einem Abstand machen, wäre hier quasi das erste Interface und hier das zweite. Dann fangen wir jetzt einfach mal mit dem zweiten an. Willst du mal eben hier Storage-Busse ranpacken? Und einfach Whitelist und Dirt reinpacken. Weil sonst packt er halt irgendeinen Mist da rein. Welche Storage-Busse? Von ME oder? Nee, die externe Storage. Entschuldigung. Okay. So. Ich muss sagen, heute läuft extrem flüssig gerade. Meinst du das ironisch oder? Nö. Mann, das ernst. Achso, okay. Weil bei mir. Alle Seiten? Ja. Bei mir gar nicht. Ja, kann auch sein, dass es bei mir einfach an den Browsern liegt, weil ich habe jetzt fünf Browser im Hintergrund offen. Aber muss ich halt für die Uni, weil ich sonst den Überblick einfach verliere. Dementsprechend, ja, nervig. So, wenn du willst, kannst du hier gleich auch mal kurz die Tunnel fertig mitbuddeln, wenn du soweit fertig bist. Weil wir brauchen jetzt ja einmal rundherum Tunnel.
Zumindest müssen wir so tun, als ob. Alter, sieht das krank aus, wenn ich von hier aus einfach mal den Network-Tool das angucke. Ich gehe mal davon aus, bei YouTube ist das Einzige, was man sieht, nur diese blauen Dinger da. So. Dann ist der Gang auch fertig. Machst du die Tunnel gerade, oder? Ich habe gerade das Kabel verbunden. Ach so. Das ist ja alles aus Schicksal. Ja, bitte. Also wie wir die Kabel richtig schön anordnen, müssen wir dann halt mal gucken. Brumm, brumm. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe bei mir jetzt gerade wieder Fenster zu, aber das ist heute echt unangenehm warm. So, vom Mo muss ich dann buddeln, oder hast du schon fertig? Hat sich erledigt, habe ich fertig. Gut. Gut. Das heißt, wir müssen einmal das Dense Smart Cable hier unten irgendwie verbinden. Wie machen wir das am besten? Hä? Achso. Was? Nee, ich habe mich gerade gewundert, wo der Tunnel ist, aber der, die das Tunnel. So. Also noch hässlicher verbinden hätte es nicht machen können, oder? Warum? Dann verbinde das hier wenigstens zur Mitte hin. Na. Dann sieht es ein bisschen schöner aus. So, jetzt müssen wir halt nur noch, also nur noch das ME-Kabel verbinden. Hallo? Wobei ich am Überlegen bin, wollen wir von unten sonst, von oben sonst das ME-Kabel einfach anschließen? Ja, gute Idee. Akzeptiert. Ja, sieht auf jeden Fall besser aus. Was soll denn das heißen? So. Scheiße, jetzt hat er da alles reingeknallt. Na, egal. Da kommt da die ganze Zeit was Neues rein. Das ist zur Erde drin. Du hast wahrscheinlich Blacklist, ja. Das ist standardmäßig auf Blacklist eingestellt. Brauche ich nochmal. So, jetzt ist nichts drin. Wir müssen eh die ganzen Carbonat-Dinger und sowas alle neu fertig machen, weil das ME-System ist eh voll mit dem Kram. Ja. So, jetzt die Frage. Ach, jetzt hat das angeschlossen. Ein von drei Channel und es hat geklappt. Cool. Mhm. Das heißt, wir... Wird da gerade auch alles reingeschmissen, was wir haben? Ja. Habe ich eben aber auch gemacht, wo ich es offscreen getestet habe. Ja. Also, die Idee hierhinter ist eigentlich relativ simpel. Mach das Kabel bitte unten gerade runter. Danke. Die Idee ist eigentlich ziemlich simpel. Hä? Was machst du da? Da ist aus Versehen ein Loch reingekommen. So. Also du kannst auch das Kabel einfach hier lang legen und dann in die Richtung. Ich muss in Ruhe arbeiten. Wie soll ich das denn jetzt hier verbinden? Muss ich das ja irgendwie hässlich verbinden? So, ja. Hässlich verbunden. Ja, reicht doch vollkommen aus. Alles nur wegen dir. Ja, ich weiß. Ja, gut, dann eben die Richtung. Ich hätte jetzt gesagt, einfach hierhin, aber da tut sich nichts. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt einmal alle Elemente rausnehmen, die wir hier eingestellt haben. Das heißt, wir haben hier Eisen. Ah, das ist eine gute Idee. Zink. Du darfst mir auch gleich helfen. Lithium. Magnesium. Keine Fassaden. Oh, Kupfer, okay. Nein. Was könnte Potassium und Chlorid? Ey. Weißt du, was für ein Heidenaufwand so ist, Fassaden zu machen? Ja, Sodium und Silikon. Ich habe das Autokraft den richtig hinbekommen. Ja. Sodium und SI. Wo ist SI? Da. Gut. Die Idee, wie gesagt, ist ziemlich simpel. Wir packen hier quasi mit Whitelist Insert Only direkt ins ME-System rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal sage, Extract Only. Nee. Eine Frage. Ja. Reichen die Teile überhaupt? Also die Interface hier? Erstmal ja. Also auf Dauer brauchen wir definitiv noch mehr. So, das heißt, wir haben jetzt hier sowas wie Zink, Eisen und ähnliches drin. Wenn wir hier bei... Ja, hier beispielsweise Eisen gucken, wird das direkt importiert.
Das heißt, anstatt dass wir das in die Ender-Chest reinpumpen, pumpen wir es direkt zum E-System rein. Und wir hoffen dadurch einfach, dass es ein bisschen performanter ist. So, komm mal her hier. Du darfst mir mal einmal diktieren, was hier drin ist. In dem zweiten. Also, Oxygen? Dem, ja, also den Buchstaben am besten. O? Ja. Ba? Also B-A, ja. Sag doch einfach einzeln. S-R? Ja. C? Ja. A-L? Ja. S? S, wo ist es? Da. Sulfur. Ja. C-A? Ja. A-U? Ja. C-R. C-R, ja. So, dann packen wir das jetzt hier auch einmal mit rein. Ich fand es besser, wo ich die Buchstaben zusammen gesagt habe. Aber naja. Ja, gut. Dann kann hier prinzipiell... Ja, ich will das auch hier gleich wegnehmen, um zu sehen, ob es wirklich... Das ist ein ganzes Stück weniger jetzt in den Dingern drin. Da ist eigentlich kaum noch was drin. Ja, das sind jetzt nur noch diese ganzen Randdinger, ja. Dann das nächste. V. Ja. B. E. Ja. T. H. T. H. Du meinst T. I. und Thallium, oder? Nee. Thorium sollte es eigentlich Ach, sein. Ach, Thorium, ja, Thorium, ja, okay. R. A. Radion. Radium. T. C. Weiß gar nicht, was das ist. T. C. Technetium. N. I. Sollte Nickel sein? Bin ich blind? Da, weiß Nickel, nicht. Ja. GA. Gallium, ja. W. Tungsten. W ist Tungsten. Und ZR. ZR. Ja, Zirconium. Gesundheit. So, dann einmal hier genau das gleiche. Auch mit Whitelist. Und hier einmal das Ding. Packt der das Ding rein? Ja, schön. Ist ja vollkommen egal, was da drin ist. Die fliegen eh gleich raus. Ach, da ist noch einer. Okay. Und noch einer. Also das ja, war Hydrogen? Ein, ja. Hydrogen, SN. Ja. HG. Ja. ND. Ja. MN. MN. Ja. Magnesium. PT. Manganese ist es übrigens. Achso, stimmt. Magnesium. Magnesium ist Mg. Ja, ja, stimmt. SC. SC ist Scandium, ja. OS. Ist das Osmium? Osmium. Haben wir hier Osmium? Ja. Oh, cool. Aber nur das Element Osmium. IN. IN. Ja, als Ding gibt es das auch. Aber das kann man nur zu diesen Frames machen. Ja, gut. Die sind voll. Und als letztes voll... ist noch. So, ja. DY ist das letzte. Also, mehr nicht. Nö, das, was aus Cabestan, glaube ich, ganz, ganz klein rauskommt, ist das, oder? Ja, stimmt. So. Kann ich mir was merken. Und jetzt habe ich gedacht, dass wir den ganzen Kram hier wegnehmen. Und das einfach. Auch? Nee. Von der Seite aus hier, wow. Irgendwie leckt der Server schon wieder. Ja, jetzt leckt er gerade wirklich massivst. Was machen die denn auf Skyfic? Ich weiß es nicht. Nur am Kacke machen. So, ja, ich hätte eigentlich nicht alles wegreißen müssen, aber passt schon. Soll ich ein Kabel legen? Japp, bitte. Ja. So, extract only. Extract only. So haben wir halt nicht ganz so viele sinnlose Kabel da liegen. Deswegen wollte ich das gerne so machen. Mhm. So. Hier aber auch. Ne, jetzt hat er alle erkannt. Okay. Keine Ahnung. Jetzt wird hier so gut wie nichts mehr gerade importiert. Komisch. Also ich beschwere mich jetzt nicht, dass die Kiste im Prinzip leer ist. Also. Wenn du mal guckst, ach so, das meinst du, ja, da blinkt ab und zu noch was auf. Genau, von den Pflanzen und von Leck.
Aber das darf ja bleiben. Nee, bei Leck haben wir doch nichts. Doch, doch haben wir. Carbon, Hydrogen, Eisen, Carbon, Eisen und Oxygen kommt von da aus. Das heißt, wir können die wegnehmen. Ach, auch mal, danke. Was da? Server-Leck. Ja, aber massivst. Ich kann mein Interface nicht mehr öffnen hier, mein Wireless. Ich auch nicht. Jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt zumindest ein bisschen was geschafft. Hoffentlich werden die Lags vom Serverseite, also von unserer Serverseite aus, ein bisschen weniger. Mal schauen. Aber ich freue mich irgendwie, dass es jetzt doch so gut und so schnell geklappt hat. Aber irgendwie finde ich das Teil hier hässlich. Welches? Das hätte so am Rand stehen müssen eigentlich. Das kommt ja auch noch. Hier kommt ja noch ein zweites hin. Ja gut, dann ist es... Also ich habe jetzt halt erstmal nur einen Connector hingebaut, einfach damit wir, wie heißt's, damit wir das andere nicht dafür abreißen müssen. Weil sobald man das andere abreißt, okay. Die Dinger sind... Hä, warum laufen die jetzt voll? Was denn? Läuft doch nichts voll. Doch. Ah doch, hier. So, guck mal. Hä? Whitelist, insert only, insert only... Insert Whitelist. Extract-Taste gemacht. Bei manchen. Ich glaube, das sollte aber keinen Unterschied machen. Nö, immer noch alles voll. Ist nicht richtig angeschlossen? Doch, eigentlich ja. Hier sind die alle angeschlossen, ja. Ich habe eigentlich alles richtig angeschlossen. Ist unser Controller mittlerweile überlastet? Nee. Boah, guck mal, wie viel der schon zieht. Hä, was denn? 2500 FE pro Tick. Wo sieht man das? Naja, einfach auf den Controller drauf gucken. Der hat nur 29.500 Kilo RF drin. Und wenn er mehr als 32.000 RF pro Tick verbraucht, dann kriegst du den nicht mehr voll, weil ich glaube, es gibt keine Batterien mehr. Doch, Dense Energy Cell. Aber nicht für Wireless, oder? Für RS, meinte ich. Ach. Nur da gibt's nichts. Ich wenn glaube, das macht... Ich glaube, das macht dann kaum einen Unterschied, aber... Warum läuft das denn jetzt nicht? Das External nicht. Storage, Whitelist. Das hat davor aber auch gelaufen. Ja. Hä, 0% voll. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er ein Problem damit, dass das... Dass da zu viel reingeht. Ach, jetzt hat er hier was rausgenommen. Er nimmt ganz langsam was raus. Hä? Das hier schon wieder in den Importern eigentlich nicht. Also das Einzige, was... Du zum Beispiel Zirconium oder Gallium drin hast? Ja, habe ich garantiert drin. Hä? Insert only Whitelist. Insert only Whitelist. Also davor, wo wir es getestet haben, da hat es ja sogar funktioniert. Ja, deswegen wundert es mich halt gerade. Insert only. Insert only Whitelist. Hä? Gut, ich würde mal sagen, da wir jetzt schon bei 18 Minuten sind, oder 19 Minuten eher gesagt, ja. Und die Häs pro Minute sich eher erhöhen werden, als niedriger werden, werden wir das Offscreen einfach mal ausprobieren. Wo wir da jetzt einfach blöd sind und das kaputt gemacht haben. Ich habe halt echt keine Ahnung. Ich auch nicht. Werden wir einfach mal schauen, vielleicht Server-Neustart oder so. Vielleicht kommt der nicht damit aus. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Ich würde erstmal sagen, wenn ihr es geguckt habt, lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.